Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zur Mafia Staffel Nummer 2, Folge Nummer 2. Wir stehen bei 20 Punkten, wurden das letzte Mal, glaube ich, zum Schläger befördert, wenn ich mich recht erinnern kann. Und ja, haben uns den ein oder anderen Job angeeignet und das werden wir jetzt auch weiterhin tun, um noch ein bisschen Kohle zu erarbeiten, zum Trainieren und um dann, ja, den ein oder anderen Laden zu überfallen oder vielleicht mal wieder eine Bank auszurauben. Könnte man eigentlich mal wieder machen, ja. Solange man ja nicht erwischt wird bei den Banküberfällen, ist das immer ein sehr einträgliches Erlebnis. So, wir gehen wieder rein in den Bahnhof und dann schauen wir nochmal, ob wir nicht noch einen schönen Job bekommen. Ja, wieder ein Türsteher, wieder als Türsteher im Le Roi Hotel. Das nehmen wir noch an. Da stehen die Chancen ganz gut, dass wir mal wieder jemanden umlegen können. Na, heute gab es nichts zu tun. Ja gut, natürlich leicht verdiente Kohle, aber auch heute gab es nichts zu tun. Wenn wir niemanden umlegen können, bekommen wir natürlich auch keine Punkte für unseren Fahndungsrang. Na gut. Ah, wunderbar. Da wurden wir wieder befördert. Die Hau draufs sind jetzt ein kleiner Fisch. Gefährlichkeit 23 Punkte. Sehr gut. Es war noch nicht ganz klar, was ich jetzt genau machen kann als kleiner Fisch. Aber ich werde jetzt mal hier vorne in den Waffenladen verschwinden, wenn ich nicht in die falsche Richtung laufe. Hehe. Genau, die Taste war's. Und dann werde ich mal trainieren. Ja. Option Nummer 2. Kannst du meine Jungs im Schießen ausbilden? Sind einfach zu schlapp. Kostet dich 1400. Ja, gut, machen wir. Dein Gangster übt an einem Schießstand. An meinem Schießstand. Also nicht an meinem, sondern an seinem. Also einem. Einem Schießstand. So. Das machen wir gleich nochmal für 1400 Dollar. Und dann würde ich vorschlagen, kaufen wir uns jetzt hier von diesen netten Herren, diesen halbseidenen Herren, das Kreditinstitut auf. Welche Option ist das denn? So. Genau, Option Nummer 3, Laden ankaufen, Laden aufkaufen bzw. verkaufen. Aber wir möchten jetzt erstmal aufkaufen. Der jetzige Besitzer verlangt 5200 Dollar. Das nehmen wir an. Der Laden gehört nur dir. Schön. Du hast 0 Dollar im Kreditgeschäft. Wie viel möchtest du investieren? Ach, durch das Trainieren gerade habe ich ja nicht mehr so viel übrig. Na, mal 2000 Dollar. Du hast zu wenig Keys. Gut. Kein Problem. Lassen wir das erstmal links liegen. Ach Mist. Wie viel Dollar waren das jetzt? Ich habe 1400. Ja, 1400 Dollar. Ist egal. Nehmen wir uns noch den einen oder anderen Job an. Um dann anschließend die Kohle, die wir jetzt verdienen, im Kreditgeschäft zu investieren. Denn Kreditgeschäft ist auch immer sehr einträglich. Da kommt dann immer regelmäßig Kohle rein. Oder wenn keine Kohle reinkommt, dann kostet es uns wenigstens nichts. Von daher eigentlich eine perfekte Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Hier gehen wir dann in die Bahnhofskneipe und besorgen uns wieder über Option 4 einen Job. Ja, und da müssen wir mal wieder zum Red House einen Mann umlegen. Und für 2400 Dollar machen wir das. So, du hast den Typ auf dem Foto gefunden. Du lockst ihn in eine Seitenstraße. Taste drücken. Wahaha. Hau drauf gegen Opfer. Oh, das hatten wir schon ein paar Mal. Energie minus 17. Nett. Das Training zahlt sich aus. Ja, das Training zahlt sich immer häufiger aus. Nicht immer, aber immer öfter. Oder zumindest hin und wieder mal. Ja, wunderbar. Das Training hat sich ausgezahlt. 2463 Dollar. Sehr schick. Schauen wir doch mal, ob der Typ im Bahnhof, in der Bahnhofskneipe Alkohol zu verkaufen hat. Das ist auch immer sehr einträglich. 275 Fässer hat er da für 8 Dollar. Ja, dann nehmen wir direkt 100 Fässer. Wenn wir jetzt einen anderen Wagen hätten, dann könnten wir noch mehr Fässer transportieren. Aber jetzt mit den 100 Fässern für insgesamt 800 Dollar, damit fahren wir ganz gut. Gehen wir mal zu der Kneipe hier unten bei der U-Bahn-Station.
Aufpassen, dass ich nicht in die U-Bahn reingehe. So. Was? Alkohol ist doch verboten. Ja, komm, tu nicht so. Ja, jetzt willst du es auf einmal haben, ja? $28 pro Fass. Ja, sehr schön. Verkaufen wir die 100 Fässer. $2000 Gewinn gemacht. Naja, wenn wir schon nicht Mafiosi sind werden, dann werden wir auf jeden Fall noch ein richtiger Geschäftsmann. Und die $5000 können wir jetzt wunderbar in unserem Kreditgeschäft anlegen. Denn wir wissen ja auch, dass wir da regelmäßig Schulden eintreiben können und dementsprechend Leute beseitigen können. Das hört sich jetzt zwar brutal an, aber gibt natürlich Fahndungspunkte. So, Kapital im Geschäft ändern, Option Nummer 4. Da hauen wir jetzt die $5000 rein. Yep. Und dann werden wir sehen, was da im nächsten Monat so bei rumkommt. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier vorne einen Schnapsladen überfallen kann. Hier den siffigen. Bleh. Naja, egal. Was machen wir denn da? Jetzt das daher, aber schnell, sonst geht der Böller hier los. Bitte, bitte ein paar Dollars für meine kranke Ma. Sie ist so arm. Beschütze dich für eine kleine Spende vor den bösen Gangstern. Das gefällt mir am besten. Option Nummer 3. Ich habe $1215. Reicht das? Jetzt können wir das Geld annehmen, den Laden demolieren oder den Besitzer fertig machen. Ich nehme die Kohle. Ja, dein Kreditgeschäft floriert und du machst $676 Gewinn. Sehr schön. Was soll man denn jetzt mal als nächstes unternehmen? Wieder einen Job besorgen? Oder vielleicht ins Casino gehen? Ein bisschen zocken? Oder eine Bank aufbrechen nachts? Ich bin für Option C. Bank überfallen. Da ist sie, die Bank. Ganz unauffällig umsehen. Und nachts einbrechen. Wer soll den Kasten knacken? Ich natürlich. Das kennen wir schon. Mit den Tasten F1, F3, F5 können wir die Rollen drehen. Und so hoffentlich den Tresor aufbrechen. Auf geht's. Ja, super. Ja, ist gut. Die Nummer 6 war's. Aber das habe ich erst beim dritten Durchgang gehört und dafür war es dann schon zu spät, um den Kasten noch zu knacken. Da, Teufel, da ist was schief gegangen. Es kommt jemand. Super. Ach, ja, mein Gott, sind doch nur 6. Was ist das Problem? Ja, gut, könnte so ein Problem werden, aber jetzt erstmal. Oh Mann, ey. Ja, gut, jetzt sind es nur noch 5. Vielleicht packen wir es ja mal. Jetzt gehen wir einen Schritt nach unten. Oh, die schießen. Glück gehabt. So. Nein. Daneben schießen ist wirklich keine Option. Für die Polente schon, aber bitte nicht für mich. Okay, da waren es nur noch 2. Oh oh. Nein! Yes! Ha! Ich bin der Terminator. 6:0 gewonnen, praktisch. Ja, aber, eigentlich wollte ich ja die Kohle haben. Das hat jetzt so nichts gebracht. Na gut. Dann gehen wir halt auf den Faden der Tugend und besorgen uns einen neuen Job.
Und zwar als Croupier in der Spielhölle für 2 Monate. Zwar nur 1000 Dollar, aber mein Gott. Das ist wenigstens mal ein ehrlicher Job. Wir haben sogar 2 Punkte bekommen für die für den Banküberfall. Immerhin. Und wir wurden befördert. Zum Langfinger. Da kommt auch wieder Kohle rein. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden, was wir machen. Entweder mit dem Trickspiegel spielen, gezinkte Karten einsetzen oder am Roulette die Bremse benutzen. Ich bin für Punkt 2, gezinkte Karten. Du machst Gewinne und erhältst einen Bonus von 478 Dollar. Ja, so geht's auch. Dein Kreditinstitut, Herr Schlaute. Na gut. Was nehmen wir denn jetzt? Wieder gezinkte Karten? Oder jetzt nehmen wir mal die Bremse am Roulette. Ein Kunde hat deine Tricks durchschaut und zieht ein Messer. Kann nur ein Italiener sein. Typisch Italiener. Kommt mit einem Messer zur Schießerei. Wer das Filmzitat erkannt hat, darf das bitte in den Kommentaren schreiben. Der gewinnt dann von mir Aufmerksamkeit oder so. Ja. Er wehrt sich aber schon. Na, jetzt ist er umgefallen. Na gut. Ja, da bekommen wir unseren Lohn. Und ja, Punkte haben wir jetzt keine bekommen. Merkwürdigerweise, obwohl wir ihn umgelegt haben. Na gut. Ja, im Kreditgeschäft machen wir auch wieder Einnahmen. Und da würde ich sagen, da latschen wir jetzt auch mal hoch. Und schauen, ob wir nicht irgendwelche, ja, wenn ich nicht wieder in die falsche Richtung laufe, säumigen Kunden erwischen, die wir, oh oh, Straßensperre, Ausweiskontrolle, der Polizist verlangt seine Papiere, er hat nicht zu beanstanden. Wow. Ja, ich bin ja nur ein gesuchter Langfinger. Was soll da auch schon passieren? Das passiert hin und wieder, dass man da angehalten wird von der Polizei, die einen kontrolliert. Kann schief gehen, wenn man gesucht wird, so wie wir. Aber die Polizei, naja, manchmal lässt es einen nur laufen. So wie gerade. Passiert nichts. Wie auch immer. So, Option Nummer 5, überfällige Schulden eintreiben. Das machen wir jetzt mal. Einer deiner Klienten hat noch Geld. Er lauert dir mit einem Gewehr auf, als du kassieren willst. Puh. Hau draufs gegen Schuldner. Ja. Mach das mal nach. Er schießt nicht zurück. Erwartet. Okay. Oh oh. Na. Zweimal von einer Maschinenpistole getroffen und passiert gar nichts. Also so ein bisschen Energie weg, ja, aber mein Gott. So, jetzt aber, komm. Naja, gut, Hauptsache, ich meine, solange der auch vorbeischießt, ist die Hauptsache, dass wir ihn dann vielleicht doch mal treffen. Was erzähl ich für ein Quatsch hier? Mensch, Junge, knall den jetzt ab da. Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss mal wieder in die Trainingsbude. Oh, nee. Darf doch nicht wahr sein. Der kriegt von mir auf jeden Fall keine Kohle mehr. So viel ist sicher. Ja, endlich. Boah, er hatte noch 720 Dollar dabei. Ja, also geht doch. Und wieder 2 Punkte für unseren Fahndungsrang dazu gewonnen. Geht doch. Nun gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Das war Folge Nummer 2 von Staffel Nummer 2 von Mafia 1.2. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir mal unternehmen sollen für kriminelle Aktivitäten, dann bitte in die Kommentare. Ansonsten liken und auch das nächste Mal wieder einschalten. Und bis dahin, bleibt mir gewogen. Bye bye, tschüss.